Achtung, Achtung, jetzt, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. So, Kenners, herzlich willkommen zum 2015 Teil 2 auf dem Weg nach Hannover. Oder umgekehrt. So, wir stehen hier jetzt immer noch in Uelzen, sind umgestiegen und zwar, pass auf, laut Anzeige des Metronoms, es ging nicht anders, es ging einfach nicht anders. Laut Anzeige des Metronoms fahren wir nach. Ups, warte mal. Warte, warte, Moment, stopp, falsch, so. So. So, guck mal. Wir fahren laut des Metronoms nach Hamburg. Nicht nach Hannover, sondern nach Hamburg. Es gab keinen anderen Zug. Ich kann die Anzeige hier auch irgendwie nicht ändern. Ich weiß es, also wenn es geht, ich weiß nicht wie. Ich weiß es einfach nicht. Aber gut, okay. So, wir lassen die erstmal jetzt hier einsteigen. Nochmal. Guck mal, da gehen sogar noch welche raus. Geilo. Da kommen welche noch angedackelt. Die wollen wahrscheinlich hier noch hin. Wahrscheinlich. So, wir haben bis nach Hannover 93 Kilometer. Reguläre Abfahrtzeit ist um 12:09 Uhr. Wir haben 12:01 Uhr. Wir können jetzt noch 8 Minuten warten, müssen es aber nicht. Ganz ehrlich. Und die Ankunft ist regulär um 13:14 Uhr. Hier ist 12:48 Uhr. Also wenn wir jetzt losfahren würden, ja, ne? Ihr wisst Bescheid. So, meine Herren, meine Damen, wollt ihr hier noch einsteigen oder nicht? Schauen wir mal. So, pass auf, immer noch mal auf. Ist sogar noch eine ausgestiegen. Lasst euch umhüllen, jetzt wenn Zeit. Eilt nicht. Ja. Na, guck mal. Und hier steht Lüneburg. Hier steht auch Lüneburg. Was ist das für ein Kuddelmuddel? Also ehrlich. Geil. Ja, es gab noch. Also es gibt Uelzen, es gibt Lüneburg und es gibt Hamburg. So ein offensichtliches Hamburg nur die eine Richtung. Der hier will zum Beispiel nach Lüneburg fahren. So, und ich mache nochmal auf, weil da kommen ja offensichtlich noch mehr. Da kommen viel mehr. Ja, wir nehmen uns jetzt ein bisschen die Zeit hier wahr. Wir haben es ja nicht so. So. Komm schon, Leute, der Tag ist cool jetzt. So, pass auf, den Typen nehme ich hier jetzt nicht. Den nehme ich nicht mit. Nö. Also, ich habe jetzt hier schon zweimal aufgemacht. Nee. So, gut. Abfahrt. Jo, und damit sind wir auf dem Weg nach Hannover. Mal sehen, ich bin mal gespannt, ob jetzt auf dieser Tour wieder eine Haltestelle ausgelassen wird. Ey, das war ja echt der Knaller. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, gerade am Anfang wurde das Video von der vorherigen Folge angezeigt. Könnt ihr gerne draufklicken. Also nochmal zurückspulen und draufklicken. So, ab hier ist jetzt 160 erlaubt, gleich nachdem ich vorbeigefahren bin mit dem kompletten Zug. Und zwar jetzt. Kann ich also ein bisschen beschleunigen. So, gleich noch auf 200, das ist prima. So, da werden wir jetzt auch ein bisschen länger brauchen, weil nämlich, also vorausgesetzt, wir nehmen auch wirklich jede Haltestelle mit. Von Hamburg bis nach Uelzen waren es, glaube ich, nur ungefähr die 70 Kilometer und hier sind jetzt schon 90 Kilometer. Das dauert also ein bisschen länger. Jetzt. Kamera. So. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß der Rahmen ist, wie dick der Rahmen ist, aber vielleicht werde ich ihn auch mal ganz schmal gelassen haben. Ich habe keine Ahnung. Das entscheide ich natürlich alles spontan. So wie immer. Ne? Kann jetzt auch ein bisschen schneller fahren noch, weil hier 200 Kilometer. 200 Kilometer. Ja, und nächste Haltestelle ist dann Suderburg. Auch diese
Strecke kenne ich nicht, habe ich ja schon in der vorherigen Folge erwähnt. Die kenne ich nicht. Und ich hoffe halt, dass wir ja wirklich dieses Mal jede Haltestelle mitnehmen, die wir kriegen können. Ja, ich weiß, 160, schon klar. So. Jo. Eigentlich auch nicht sein. Pass auf, wir haben jetzt 12.05 Uhr. Abfahrt war 12.09 Uhr. Das heißt, wir sind mit ungefähr 4-5 Minuten zu früh losgefahren. Und Ankunft in Hannover ist um 13.14 Uhr. Wir haben es hier laut Anzeige, das habt ihr hier in der Klammer angezeigt, voraussichtliche Ankunft. 12.49 Uhr. Das heißt, der muss da wieder mindestens eine Haltestelle auslassen. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Wieso, weshalb, warum? Jetzt kann ich wieder schneller fahren. Es ist schon sehr mysteriös, muss ich sagen. Sehr, sehr mysteriös. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe Durst. Achso, entschuldige, Moment. Warte mal. Oh, das tat gut. So. Oh, Entschuldigung. Das war reine Körperbeherrschung, andere hätten sich übergeben. So. Ist auch schon wieder sehr warm heute. Gut, mag aber auch daran liegen, weil ich jetzt hier mit mittlerweile, also jetzt nur noch zwei Monitore anhab. Aber das ist, glaube ich, viel. Nee, ich müsste mich eigentlich noch selber sehen, weil ich nämlich dann prüfen muss, bin ich jetzt aus dem Rahmen raus oder bin ich noch in dem Rahmen oder wie auch immer. Deswegen müsste der Monitor dann doch noch anbleiben. Außerdem. Ah ne, da kommt das helle Licht her. Ich glaube, mein Gesicht war jetzt ein bisschen dunkler wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, wir fahren jetzt jedenfalls hier runter weiter. Und wie gesagt, es spielt wahrscheinlich immer noch Musik im Hintergrund. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kilometer. Ja. Und sonst? Was läuft bei euch so? Wir haben schon tatkräftig in der letzten Folge miteinander so ein bisschen gesprochen, ne? So einen kleinen Austausch gehabt. Und weil ich jetzt knappe 10 Minuten zwischen der letzten Folge und der dieser Folge nein, ich muss mal anders sagen. Weil zwischen der letzten und dieser Folge gerade mal 10 bis 15 Minuten vergangen sind, kann ich jetzt auf eure Kommentare von OMSI und von Train Simulator Teil 1 von Hamburg nach Uelzen jetzt nicht reagieren. Aber ich wette, ich habe es schriftlich schon getan. Vorausgesetzt, ihr habt überhaupt schon was geschrieben. Aber Dankeschön auf jeden Fall für die ganzen privaten Nachrichten. Denn das ist witzigerweise, das sind... Die kommen echt am häufigsten, komischerweise. Also wenn keine Kommentare kommen, dann aber private Nachrichten. Naja. Statt unter Stream. Ups, Entschuldigung. Man kann ja derzeit. Ups, ich bin zu schnell. Entschuldigung. So. Man kann ja, ich glaube, ich habe es jetzt immer nur öffentlich gemacht. So, man kann ja aussuchen, bei der Schaltfläche öffentlich und oder irgendwas anderes. Ich habe da nie drauf geklickt, ich habe gleich öffentlich geschaltet, aber ich glaube, das war eben halt. In Verbindung mit dem Google Plus Konto. Also sprich, wenn du jetzt irgendwie ein Video kommentierst, das wird dann auch gleichzeitig auf deinem Google Plus Konto oder auf deiner Google Plus Seite angezeigt. Was die aber jetzt mittlerweile rausgenommen haben, denn Google trennt sich ja sozusagen von YouTube. Also man braucht jetzt kein Google Konto mehr, um sich bei YouTube zu registrieren. Ist ja aktuell so. Mich persönlich juckt's nicht. Ja, also ich habe permanent mein Google-Konto offen, also ich bin permanent angemeldet.
Und also jetzt Handy, Tablet, PC, ne, bin ich permanent angemeldet und kriege da regelmäßig E-Mails. Ja, also ich bin sozusagen auf den aktuellen Stand, mehr oder weniger. Und mich juckt's, wie gesagt, nicht. Also jetzt, wenn sie es wieder rausnehmen, sollen sie machen. Müssen sie meiner Meinung nach nicht. Also, ich... Nö. Aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, jetzt entweder in die Kommentare oder mir wieder privat schreiben, was ihr denn davon haltet, wegen dem Google, YouTube, blabliblub. Vor allem Ding, Google heißt ja in Zukunft nicht mehr Google. Also Google wird zwar noch geben, aber Google wird sich, so wie ich das verstanden habe, mit irgendwelchen anderen Firmen zusammenschließen. Und die nennt sich dann Alphabet. Oder Alphabet. So Alphabet quasi, ne? A, B, C, Alphabet. Ne? Nicht mehr Google, sondern Alphabet. Und das Geile ist, das haben die vorhin in den Nachrichten noch gesehen, habe ich hier in den Nachrichten gesehen. Google, also es gibt Google in Hamburg. Google hat in Hamburg einen Sitz und der ist in der ABC-Straße. Schon sehr geil. Und dann haben die in den Nachrichten gesagt, Google muss schon irgendwas geahnt haben. Das fand ich sehr cool. Ah, naja, so. Unter Lüß. Was? Wir sind an Sudenburg vorbei. Wir sind an Sudenburg vorbei. Scheiße. Sag mir nicht, ich hab's verpasst. Aber wir sind an Sudenburg vorbei. Da. Wir sind an Sudenburg vorbeigefahren. Cool. Dankeschön. Gut, Sudenburg haben wir schon mal, wurde bei dieser Route ausgelassen. Tolle Wurst. Ich kann es auch gar nicht einstellen, glaube ich. Also das ist jetzt echt scheiße, ganz ehrlich. Das ist doof. Aber naja, gut, was soll's. So, und Unterlüß wird wahrscheinlich... Ja, Unterlüß fällt auch weg. Ja, Unterlüß fällt auch weg. Super. Geil. Das heißt, nächste Station wäre dann Eschede. Oder Eschede. Nein, Eschede, glaube ich, ne? Leute, also wenn's unter euch welche gibt, die diese Route fahren, regelmäßig. Oder auch aus den Orten kommen. Um Himmels Willen, korrigiert mich bitte. Korrigiert mich. Heißt es Eschede oder Eschede? Also A für Eschede oder B für Eschede? Oder Eschede? Eschede. Kann ja nicht sein. Nein, ich glaube, das heißt Eschede. Also Eschede. Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber hier, Zelle. Zelle kann ich aussprechen. C-E-L-L-E. Zelle. Und nicht Kelle. Oder Chelle. Nein, Zelle. Chelle. Nein. Zelle heißt das. Oder Kelle. Das ist witzig, pass auf. Clown, also der Clown, weißt du, so Mac, der wird ja auch mit C geschrieben, C-L, und da wird ja Clown ausgesprochen. Eigentlich müsste deswegen Zelle Kelle heißen. Oder der Clown müsste, das geht gar nicht, warte mal. Zlaun. Auch geil. Zlaun. Deutsche Sprache, schwere Sprache, wobei Clown ist ja nicht in Deutsch, Clown ist ja Englisch. Ein Clown. Ein Slauni. Finde ich gut. So, wir können ja ein bisschen schneller fahren, sehe ich gerade. Haben nur noch 66 Kilometer vor uns, welch ein Wunder. Was kommt denn, wenn wir jetzt direkt durchfahren? Dann kriege ich ein Kind, Alter. Dann kriege ich echt ein Kind, wenn wir jetzt direkt durchfahren. So, sag mal an hier. Da ist der nächste. Eschede. Nein, Eschede werden wir halten. Oder Eschede. Eschede, Eschede. Da werden wir halten. Also wir haben hier schon ich muss mich mal so hinsetzen. So. Wir haben jetzt schon zwei Haltestellen ausgelassen. Das ist eine Frechheit. Das Problem ist, in den Szenarien, ich habe ja mal nachgeguckt, in den Szenarien gibt es nicht die Route Uelzen-Hannover und auch nicht Hamburg-Uelzen.
gibt es nicht. Deswegen musste ich mich jetzt hier für die freie Fahrt entscheiden. Wieso? Ich kann doch Gas geben. Was soll denn das? Wieso gehe ich vom Gas? Ich kann doch Gas geben. Oh. Ausgestoßen. Entschuldigung. Ja, andere Menschen hätten sich übergeben. Das war reine Selbstkontrolle. Das reine Körperbeherrschung. Fertig. Oh, wir fahren schon 164. Krass. So, dann sag mal an hier, Eschede. Ich glaube, es wird Eschede ausgesprochen. Ja, ja, doch, doch, doch. Ja, ja, ich weiß. Oh, und da kommt's schon. Jawohl. Supi. Die erste Ansage in dieser Folge. Strike, ich bin begeistert. Oh Mann, echt, ey. So. Statt 160 fahren wir schon 144. Passt. Schon mal ein bisschen langsamer fahren jetzt hier. Mal so stufenweise, ne? Also fahren, fahren, bremsen. Fahren, fahren, bremsen. Eschede. So, bis nach Hannover sind es nur noch 60 Kilometer. Yay. So, noch ein bisschen ausrollen lassen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Grün. Wir haben auch witzigerweise nicht viel Gegenverkehr gekriegt, als wir nach Uelzen gefahren sind. Also ich habe da jetzt schon so mit, oder haben wir zwei mit, also ich habe mit zwei Metronomen gerechnet, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir auch zwei Metronomen gesehen haben. Naja, ist egal. So. Erste Haltestelle hier in Eschede. So. Ja, wir fahren jetzt mal bis zum Haar ran. Weiter, 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 weiter. Noch ein Stück. Und jetzt bremsen. Bremsen, bremsen, bremsen. Komm. Perfekt. Ah gut, das war schon wieder zu dicht dran, alles klar. Hier, bei dem geht das gar nicht mehr auf. Toll. Finde ich super. Dafür sind die anderen immerhin offen. Gut. Ja, und das, falls, ja... Ich reagiere jetzt auf die wahrscheinlichen Kommentare von der vorherigen Folge, beziehungsweise private Nachrichten von der vorherigen Folge. Ich konnte auch nicht die Zwischenhalte einblenden. Also sprich, so von wegen, dass links hier bei den Einweisungen, wo jetzt steht, halten Sie an Hannover Hauptbahnhof, dass da jetzt auch, wie zum Beispiel Eschede oder Celle oder Großburg-Wedel, Isernhagen, Langenhagen, Mitte, blablabla, dass da alles so steht, kann ich nicht, geht nicht, kann man nicht, weiß ich nicht, ging nicht, kann ich nicht, konnte ich nicht, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ah, naja, gut. So, nächste Haltestelle, hoffen wir es, Celle, also Kelle. Oder Celle? Nein, Celle. Das wird doch Celle ausgesprochen. Ach. Von den Uelzen, ne? UE. Uelzen. Wenn man es nicht kennen würde, Uelzen. Oder Uelzen. Erinnert mich so ein bisschen an Wilson. Kennt ihr Wilson? Sagt euch Wilson was? Also, Filmliebhaber von euch, beziehungsweise Tom Hanks-Fans, müsste, sollte Wilson, der Name Wilson, etwas sagen. Kleiner Tipp, was auch schon wieder ein großer Tipp ist, einsame Insel. Das ist schon ein extrem großer Tipp. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film war ziemlich gut. Also ich habe den auf DVD mir damals gekauft. Ich muss allerdings sagen, bei der einen oder anderen Szene, was heißt bei der einen oder anderen Szene, eigentlich nur bei dieser einen Szene,
mit dem Flugzeug. Da war das sowas von laut. Wahrscheinlich war das mit Absicht von den Produzenten, vom Regisseur so gedacht, dass die Geräusche, die Triebwerksgeräusche vom Flugzeug, dass die Stimmen der Schauspieler zu 99% überdämpfen sollen. Also sprich, ne, man hört eigentlich nur die Triebwerksgeräusche und von den Schauspielern hört man nichts. Rein gar nichts. Und ich weiß nicht, ob das Absicht war. Also erstmal dann schon echt entweder mit Untertitel, ne, wenn man nicht so gut hören kann, Untertitel, oder man muss halt genau hinhören. Was schon, naja, aber der Film an sich ist richtig gut. Der ist richtig gut. Gefällt mir. Einer der besten Filme mit Tom Hanks, muss ich sagen, die Tom Hanks gemacht hat. Natürlich nicht zu vergleichen mit Philadelphia oder Forrest Gump. Müsst ihr euch mal angucken. Philadelphia wird ein sehr, sehr ernstes Thema behandelt. Und bei Tom Hanks war schon bei Forrest Gump, ja, eigentlich auch ein sehr ernstes Thema. Beziehungsweise sind mehrere Themen, die dort bearbeitet werden, die dort auch verarbeitet werden. Das finde ich auch schon ziemlich krass. So, wir sind Garsten. Garsten 201. Das ist das Abstellgleis. Tu mal Karte öffnen. Spieler zentrieren. Gucken, sind wir an Zelle vorbeigefahren? Das ist Garsten. Garsten hat nur Abstellgleis. Hier ist was Grünes. Zelle. In Zelle werden wir halten und ich merke gerade, ich muss ganz dringend auf Toilette. Das ist schlecht, wir fahren gerade Zug. Oh, das ist blöd. Aber ich glaube, ach komm, die 50 Kilometer, die reiße ich noch ab. Oh Mann. Okay, bis Zelle ist es jetzt noch ein Stück. Laut des richtigen Fahrplans sind zwischen Eschede und Zelle nur 10 Minuten Fahrzeit. Okay. Ne, eigentliche Abfahrt in Eschede ist um 12.37 Uhr. Wir haben 12.22 Uhr. Und in Zelle ist Ankunftszeit 12.46 Uhr und Abfahrt 12.47 Uhr. 12.22 Uhr, weil wir ja die beiden Haltestellen ausgelassen haben. Ja. Mir ist so brüllend warm, ey. Alter. Und ich muss auf Klo. Nein, ich gehe nicht auf Klo. Ich halte das jetzt aus. Nur die Harten kommen im Garten. Ups, zu spät. Nein, kleiner Scherz. Aber ist natürlich jetzt auch nicht vorteilhaft, wenn ich das alles in mich einpresche jetzt hier. Aber ich habe Durst. Ich habe Durst, ich muss auf Toilette. Mir ist schlecht, mir ist langweilig. Wann sind wir da? Kommt das dem einen oder anderen bekannt vor? Mein Favorit war immer Mama, guck mal. Das war mein Favorit. Mama, guck mal. Ziehst schön an den Klamotten, also ziehst an den Klamotten, ja, und dann sagst du mal, Mama, guck mal. Jetzt, wo ich älter bin, kann ich meine Mutter verstehen, dass sie das dermaßen auf die Eier ging. Kann ich echt gut verstehen. So, und jetzt mal kurz langsamer werden. Wir dürfen hier nur noch 150 fahren. Bremsen, danke. Jetzt können wir uns auch noch ein bisschen ausrollen lassen. Habt ihr was gehört? Ich habe nichts gehört. Nein, ich habe nichts. So, Zelle. Zelle, willkommen.
Ihr müsst übrigens mal schreiben, das habe ich jetzt gar nicht in der letzten Folge gesagt. Schreibt mal von mir aus in die Kommentare oder auch privat, ob hier vom Umfeld, ob die Häuser richtig stehen oder hier, ob die Gleise, das ist mir jetzt bei den Gleisen zum Beispiel aufgefallen, was auch in Hamburg so war, ob die Gleise hier auf der linken Seite, ob es die wirklich gibt. Ob das hier wirklich so alles so schon der Realität entspricht. Das würde ich gerne mal wissen, weil, wie gesagt, ich bin die Strecke noch nie gefahren, deswegen weiß ich es nicht. Ja? Und wenn ihr es wisst, dann, und wenn ihr euch traut, es zu schreiben, in die Kommentare oder mir privat, dann tut das. Würde mich sehr freuen. So. Und ja, wir bleiben jetzt hier mal vor dem Häuschen stehen. Pff. Ja, so. Und stopp. So, die Türen sind auf. Und was sagen die Türen? Pfup. Die Türen sind auch auf. Perfekt. Ja. Oh Gott. Das ist echt so geil. Vorne Hamburg Hauptbahnhof. Ne? Hinten Lüneburg. Zu geil. Echt mega. So, Türen sind immer noch offen, Türen sind zu, wir können weiterfahren. Bitteschön, Hackengas. Und los geht's. So, nächste Haltestelle wäre dann Großburg-Wedel. Wir können ja schon mal kurz auf die Karte kicken. Spieler zentrieren. Wir haben es auch nicht mehr so weit. Oh, da kommt uns ein Zug entgegen. Wir müssen hier längs fahren. Jupp. Ich muss mal kurz irgendwie den... Da kommt doch sein Zug entgegen, richtig. Mit jede Menge... Ach ja, zu schnell, schon klar. Mit jede Menge Trecker am Start. So, ich lasse mal kurz ein bisschen ausrollen, während ich jetzt hier irgendwie mal kurz... So. Kurz noch oben gerichtet. Ne? Nee, nicht so. Warte. Wie schaut's aus? Fahr ich zu schnell? Nein. Ah, okay. Dann geht... Nein. Okay, höher geht er nicht. Alles klar. Hi. So, jetzt darf ich wieder 200 fahren. Oh, wir so fahren, Leute, ehrlich. Aber jetzt haben wir nur noch 37 Kilometer. Ich muss mehr trinken. Ja, mehr trinken. Hallo. Kabel hängt noch dran. Ich habe hier einen Ventilator stehen und der plüstert mir jetzt hier so ein bisschen entgegen, weil das so tierisch warm ist. Und immer viel trinken. Wir haben es jetzt bei mir hier aktuell 12.16 Uhr und das ist schon meine zweite Literflasche, die ich angefangen habe und die ist fast alle. Fast. Fehlt nicht mehr viel. 2 Liter. In ungefähr 4 Stunden. Hart.
Weil zwischen Omsi, also zwischen den einzelnen Folgen, die ich jetzt heute schon aufgenommen habe, das war Omsi, Train Simulator Teil 1 und jetzt hier Teil 2, habe ich eine Literflasche platt gemacht und eben halt jetzt hier die angefangen. Ich kann trinken wie ein Scheunendrescher, ey. Nein, trinken wie ein Kamel. Das ist echt brutal. Ah, na gut. Hier auf den Zettel muss ich jetzt nochmal draufschreiben, was ich in der letzten Folge gemacht habe. TS 15 Teil 1. TS 15. Und kurz auf den Teil 1. So, ups. So. TS 15 Teil 1. Das war ja die Sache wegen meinem, wegen meiner Kamera ausblenden, weil ich euch die Symbole rechts an der Seite, oder das eine Symbol, rechts an der Seite mal kurz ein bisschen erklären wollte. Dieser drunter übrigens, also das Telefon mit dem Pfeil nach oben, das ist für die Signale, die vor einem sind. Das Telefon mit dem Pfeil nach unten ist für die Signale, die hinter einem sind. Und die beiden Pfeile, die nach links und rechts zeigen, was ist los hier? Wieso machst du rum? Habe ich was verpasst? Ich fahre mal langsamer. Die Pfeile, die ne, so nach links und rechts gehen, das sind die Weichen, die man stellen kann. Und da bisher hier noch nichts aufgeploppt ist von den Weichen, kann man die Weichen auch nicht einstellen. Das heißt, Suderburg und Unterlüß sind vom Prinzip her nicht befahrbar. Sind einfach nicht. Oh Gott, mir ist so warm. So, hier, mein Ventilator. Hi. Mann. Ist das warm. So, warum der jetzt gepiept hat, weiß keiner. Oh Gott, nee. Leute, ich muss... Nee, ich kann es nicht... ich kann es nicht mehr halten. Warte mal eben. Das dauert nicht lange. Ich bin in knapp einer halben Minute noch... Nee. Ach, scheiße. Mach jetzt Pause. Schneide ich das oder nehme ich es durch? Ich mach Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss... Sorry. So, und fortfahren. Ich bin wieder da. Und habe mir auch gleich neues Trinkwasser geholt. Jetzt wäre dran mein dritter Liter. Das heißt, den könnte ich sogar kurz leer trinken. Großburgwedel, wir sind da. Trinke ich gleich leer. Wir sind da, Großburgwedel. Tüdelü. Dann hätten wir nur noch Isenhagen und Langenhagen Mitte vor uns. Bis wir dann in Hannover ankommen. Da 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 da! Geil-Nomad! So, jetzt langsamer werden. Ja. Vorsicht, der gelbe Bereich. Vorsicht, der grüne Bereich. Nächste Station: Großburgwedel. Oh, ein roter Zug. Wo wolltet ihr denn hin? Wahrscheinlich nur nach Uelzen, oder? Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wusste gar nicht, dass hier eine rote Regio langfährt. Langfährt? Oh, scheiße. Die Regio hat mich abgelenkt. Shit. Naja, packen wir. Das packen wir, jawohl.
Das kriegen wir hin. So. Nüt, nüt. Was ist denn? Läuft doch hier. Alles Suche. Alle keep going. Easy going. Oh, oh, jetzt, jetzt. Oh, scheiße. Bremsen, bremsen. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich geht die Tür wieder nicht auf ganz vorne. Dann gucken wir mal. Doch, geht auf. Geil. So, das sind wir jetzt hier in Großburg Wedel. Nicht auf dem Weg nach Hamburg, sondern auf dem Weg nach Hannover. So, Großburg Wedel. Ja, wie gesagt, Isernhagen noch und dann Langenhagen Mitte. Zwei Stationen. Laut Fahrplan in Entfernung von 5 Minuten Fahrzeit, noch nicht mal 5 Minuten. Das heißt, ja, sorry, zu spät. Jetzt steht sie da. Sorry, tut mir leid. Das heißt, wir sind, Alter, ich weiß nicht, wie ich einen Vorsprung habe. 12.35 Uhr. Eigentliche Ankunftszeit in Hannover, 13.14 Uhr. Hoppla. Also hier, ne, Großburg-Wedel, Abfahrt 12.57 Uhr, Ankunft in Isernhagen 13 Uhr. Das heißt, es sind keine 3 Minuten. Also es sind nur 3 Minuten. Laut dem richtigen Fahrplan. Schauen wir mal. Aufgabe zeigen. Ne, Spieler zentrieren. Entschuldigung. So, der müsste dann ja hier gleich kommen, eigentlich. Ja, da kommt schon. Geil. Ja, schneller als gedacht. Und nur noch 20 Kilometer. Von über 90. Von knapp 100. Ja, da kommt's auch schon. Isernhagen. Isernhagen. Entschuldigung. Oh, langsamer werden, ey. Nächste Station, Isernhagen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Hier wird noch hier wird ganz viel gearbeitet. Cool. So. Wir sind gleich da. Wir sind schon da. Müssen nur noch kurz anhalten. Mal umbeten. So, da vorne sehe ich schon das Halteschild. Uah. Uah, bremst doch. Kabusch. Wir stehen. So, Türen sind offen. So, dann heißt es nur noch Langenhagen Mitte. Das sind auch nur knapp 4 Minuten Fahrzeit. Können wir auch mal eben fix gucken. Spieler zentrieren. Zack. So, Spiel. Hier. Langenhagen Pferdemarkt. Langenhagen Mitte. Okay, also er hält wahrscheinlich nur in Mitte, hoffentlich. Hier, Windhorst fährt er durch. Oh, schon Tür zu. Okay. So. Fahren wir los. Ja, sorry. Wieder zu spät. Tut mir leid. Ja, gut, okay. Ich könnte jetzt natürlich, guck mal, 12.39 Uhr gegen 13 Uhr. Ich hätte natürlich jetzt 20 Minuten hier lang stehen können, weißt du, so. Nee, ich will hier auch schnell durch. Ich weiß, in dem Punkt ist es jetzt keine Simulation mehr, aber es ist noch so weit Simulation, weil ich nämlich nur angehalten habe, Fahrgäste aus und habe einsteigen lassen und dann gleich wieder los. Ne, also
Simulation. Ja, das reicht an Simulation, glaube ich. So, noch 16 Kilometer. Das heißt, wir fahren gleich an Langenhagen Pferdemarkt. Fahren wir gleich durch. Und halten dann Langenhagen Mitte. Genau. Oh ja, ich war gerade so überwältigt von der Umgebung, von der malerischen Landschaft. Guck mal hier, überall Heuballen. Kaum Häuser, aber überall Heuballen. Ist ja auch nur Land, ne? Nur Land. Geil. So, ich fahre wieder nur 150. Könnte schneller. Oh, ich sehe da hinten Häuser. Ich glaub's nicht. Die weißen Türme. Jetzt sind es keine Türme mehr. Jetzt sind es da wirklich Häuser. Geil. So, Langenhagen Pferdemarkt. Da kommt er schon. So, jetzt aufpassen auf Geschwindigkeit. Aufpassen. Oh, hier. Strebergärten. Geil. Mitten neben, mitten an den Gleisen oder neben den Gleisen. Geil. Naja. Oh, hier schön in die Kurve gehen. So. Jetzt können wir uns schon mal so ein bisschen ausrollen lassen. 2, 5, 3. Ich höre einen Zug. Da hinten war eben ganz kurz zu sehen. Ganz kurz. So, hier, Pferdemarkt. Jetzt bremsen wir schon mal ein bisschen. Jawohl. Jetzt bremsen wir schon mal ein bisschen mehr. Nächste Station. Jawohl. Langenhagen Mitte. So, dass wir nur noch ungefähr 50 drauf haben. Das müsste reichen. Ja, 70. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, und jetzt runter auf 50. So. Noch ein bisschen mehr gleich. 50, 40. Superzahl 7. Oh, was für Schenkelklopfer. So. Langenhagen Mitte, Gleis 2. Und ja, ja, ja. Hier, guck mal. Straße direkt unter uns. Wir sehen auch ganz viele Gebäude. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, als wir hier reingefahren sind. Supi. So, das war dann jetzt auch die letzte Haltestelle vor Hannover. Hannover ist nur noch 10 Kilometer von uns entfernt. Und das ist doch jetzt mal Zeit genug, um den Zug mal jetzt hier an uns vorbeifahren zu lassen. Das ist nämlich auch ziemlich cool. So. Pass auf. Jetzt wird er los. Und Kamera bleibt stehen. Das ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. So. Und weg ist er. So, dann sind es jetzt nur noch 10 Kilometer bis nach Hannover. Geil. Und dann hätten wir es schon geschafft. Mit dem Zug. So, mal kurz wegen der Geschwindigkeit aufpassen. Aufpassen!
Und jetzt vor allen Dingen auch so ein bisschen Augen auf wegen den Schildern. Und wegen den Anzeigen, die da oberhalb und unterhalb der jeweiligen Ampeln dann zu sehen sind. Oder angezeigt werden könnten. Ach guck mal, da dürfen wir sogar nur noch 110 fahren. Nee, mach der. Nee. So, bing. Ja, ich habe es gerade gesehen. Es ist wirklich, es ist ein bisschen dunkler, wenn ich den Monitor ausmache. Aber hier, den könnte ich ausmachen. Den brauche ich ja nicht mehr. So. Oh, ein bisschen langsamer. Ja, 110. Ich weiß, ich habe es nicht vergessen. Knacken wir und fertig. 110, 109, 327. Okay, wat. Oh, hier Schräglage. So, gelb nicht für uns, grün ist für uns. So, was ist los? Ich fahre mal vorsichtshalber langsamer. Ich rechne so, dass da irgendwas mit 80 Stundenkilometern kommt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Außerdem habe ich auch noch jede Menge Zeit. Ankunft war ja irgendwas mit 13.17 Uhr. Ne? Also deswegen schön locker flockig von der Hüfte. Hopp, und da fährt ein Zug. So, hier war nichts mit einer Zahl drauf zu sehen. Oh, ich fahre schon wieder zu schnell. Ja, ich fahre jetzt die letzten 4 Kilometer ganz entspannt mit 80. Vielleicht gleich nur noch mit 60, man weiß es nicht. Wir werden es ja gleich erfahren. Nicht. Oh, da steht noch ein Zug. Oder fährt der? Ich glaube, der steht. Ich fahre die Strecke übrigens zum ersten Mal, nur damit ihr Bescheid wisst, ja? Also die Route Hamburg-Uelzen und Uelzen-Hannover fahre ich zum ersten Mal. Ich habe mir das Add-on nämlich vor kurzem erst gekauft, weil das für den normalen Preis, was es gekostet hat, war es mir ein bisschen, das war mir zu teuer. Und als es das dann mal im Angebot gab, inklusive noch weiteren Strecken, weitere Züge und so weiter und so fort. Ne? Also da war noch New York mit drin, London war mit drin und dann noch so eine Insel, Kleinstadt mäßig, keine Ahnung. Also da waren 3 oder 4 Strecken mit drin, inklusive halt neue Loks und so. Und das war für 20 Euro, dachte ich so, Alter, da greifst du zu. Da greifst du ganz ehrlich zu und ja, ich bin zufrieden. Ne? Ah, guck mal, da darf ich zum Beispiel nur noch 40 fahren. Sehr interessant. Aber wie gesagt, ich lasse mich jetzt ausrollen, ich habe ja jede Menge Zeit, also was soll der Quatsch. 40. Da war jetzt schon die Anzeige für 40. Habt ihr das eben gesehen? Die Zahl? Oben in gelb markiert. 40. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ich fahre noch langsamer. Da ist noch 110. Aber ich bin mir... Nee, ich... Ich weiß, es ist erst an der nächsten Ampel. Also sprich, da wo die 60 markiert ist. Dass da dann wahrscheinlich ab 40 ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich fahre jetzt einfach schon mal 40, damit mache ich keinen Fehler. Oh, da kommt die nächste Bahn. Erste Klasse, zweite Klasse, zweite Klasse, zweite Klasse, zweite Klasse, zweite Klasse. Cool. So, hier ist immer noch 110 erlaubt. Ich fahre mal ein bisschen schneller. Ich darf ja bis 40,9. 40,9 zählt offiziell zu Stundenkilometer 40. Wenn ich jetzt bei 41 bin, dann ist es 41.
Deswegen halte ich mich immer so in dem Rahmen auf, aber bei dem Zug ist das hier ein bisschen schwierig, weil der nämlich schon bei, ihr seht, dass bei 3% auch schon ziemlich hoch geht. Und hier bei 1%. Nächste Station. Ja, da geht er runter. Hannover Hauptbahnhof. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Sehr langsam, aber er geht runter, das finde ich gut. So, da haben wir gelb mit 40 markiert. Okay. Ja, ab hier ist 40. Siehst du? Siehst du? Ich hab's geahnt. Oh, da auf der kleinen Anzeige steht 60, aber in Wirklichkeit ist 40. Sauerei, echt, ey. Und hier steht noch ein Zug, der wohl auf seine Freigabe wartet. Schauen wir mal. Jop, der wartet auf seine Freigabe. Der steht vor einer roten Ampel. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ja, und dann hätten wir das ja schon fast geschafft. Gut, da haben wir jetzt eine Stunde für gebraucht. Gut, abzüglich meiner kleinen Toilettenpause. Aber ich bin jetzt hier, also bei mir bin ich bei 52 Minuten. Und ja, jetzt, ich weiß nicht, zwei könnt ihr jetzt natürlich dann abzählen. Ja, ich denke mal so bei... Ich schätze mal, wir sind jetzt bei 50 Minuten ungefähr. Also wieder eine gute Stunde. So, und damit wären wir jetzt in Hannover angekommen. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch, wenn ihr mitkommen wollt, am besten irgendwie dann, ich weiß nicht, wie die Zugmöglichkeiten hier sind, versucht mal einfach zum Flughafen zu kommen und bucht dann einen Flug von Hannover nach Frankfurt, wenn ihr möchtet. Und dann fliegen wir gemeinsam halt nach Frankfurt. Würde ich mich jedenfalls sehr darüber freuen. Ich lasse jetzt hier gleich nochmal die Leute aussteigen. So, mal vorbeifahren. Zack. So. Aussteigen. Guten Tag. Warte, ein bisschen. Ja. Bis nach hinten durchgelaufen. Perfekt. Also sprich, Türen sind bis nach hinten durch offen. Jupp, sind sie offen. Wunderbar. Ja, und damit sind wir durch mit diesem Projekt. Train Simulator abgehakt. Wie gesagt, wir sehen uns dann am Flughafen wieder im Flugzeug, wenn ihr möchtet. Bis dahin, haut rein. Schaut auch dann wieder vorbei und macht's gut, Freunde. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.